Aber hier bei YouTube weiß ich es irgendwie gerade nicht so. Entwickelt hat, nicht wiedererkennen. Unsere Podcast-Hörer können... So klingt die Zukunft, wenn man der Firma Ego Mobile glauben darf. Ich habe mich jetzt gerade fett gemacht, weil es für mich gleich zum Cycling geht oder wie auch immer das heißt. Das mache ich mit einer Freundin zusammen, habe ich aber vorher auch noch nie ausprobiert. Und ansonsten ist heute so ein sehr entspannter Samstag, was ich aber ganz gut finde, weil dann habe ich auch Zeit, euch so ein bisschen mitzunehmen. Also ich muss noch einkaufen, muss noch so ein paar Dinge fertig schreiben. Und ja, deswegen nehme ich euch heute einfach mal ein bisschen mit. Spinning war auf jeden Fall richtig anstrengend, aber man konnte sich halt auch super auspowern und es war auch mega motivierend, da ja die ganze Zeit das durchzuziehen. Das hätte ich nicht gedacht, kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt. Jetzt habe ich aber auch richtig Hunger und mache mir gerade so eine Couscous-Pfanne und noch einen Salat. Ich habe jetzt extra so eine große Portion gemacht, damit ich auch wieder vorgekocht habe, weil gerade so unter der Woche kommt Kochen doch zu kurz und ich finde, wenn man halt vorkocht, dann hat man wenigstens immer was zu Hause und bestellt dann auch weniger oder geht halt auch weniger auswärts essen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit vorm PC verbracht und ich habe euch ja, glaube ich, schon öfters mal erzählt, dass ich mich so ein bisschen mit dem Thema Europa und EU-Wahlen auseinandersetzen will. Also ich habe ja letztes Jahr schon viel mit der EU zusammengearbeitet und dieses Jahr sind ja Europawahlen und ich bin Teil von so einer Gruppe, die sich jetzt regelmäßig treffen wird, wo wir uns auch überlegen, wie wir mehr junge Leute für die Wahl begeistern können und einfach nochmal das Thema Europa so ein bisschen aufgreifen, dass man halt auch versteht, was gut an Europa ist, aber auch, was man verändern und verbessern kann. Und für die Wahlen habe ich mir erstmal jetzt so aufgeschrieben, wie die EU eigentlich aufgebaut ist. Und ich glaube, mittlerweile kann ich das relativ einfach erklären, wie auch die Wahlen funktionieren. Aber die Idee wäre, dass wenn wir uns dann treffen, dass wir so überlegen, wie man das cool und hip erklären kann, sodass das jeder versteht. Vielleicht, dass man auch irgendwie mit Metaphern oder so arbeitet, aber da muss ich nochmal schauen. Und dann habe ich auch noch ja, so einen Artikel quasi geschrieben. Könnt ihr hier sehen. Der ist noch nicht ganz fertig, aber da habe ich so ein bisschen auch die Probleme von Europa, die mir so aufgefallen sind, thematisiert. Und ich will jetzt aber noch so ein bisschen so einen Lösungsgedanken erarbeiten. Und dann das entweder auf LinkedIn veröffentlichen oder vielleicht finde ich halt auch irgendein Online-Magazin, was das vielleicht auch veröffentlichen würde. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich habe das ja schon gemacht zu dem Thema, warum junge Leute sich nicht so für Politik interessieren, beziehungsweise was man machen kann, damit man sich mehr für Politik interessiert. Das habe ich auch schon mal bei Orange, das ist so eine junge Version vom Handelsblatt, veröffentlicht. Und ja, mal gucken. Falls ihr euch übrigens fragt, wo ich immer die ganzen Infos hernehme, auf der einen Seite von Büchern und auf der anderen Seite natürlich im Internet. Man muss natürlich einfach nur ganz viele Quellen sich angucken und dann sich halt seine eigene Meinung draus bilden. Und ich glaube, es gibt immer nie ein richtig oder falsch, sondern man will ja auch einfach mit Leuten diskutieren. Ja, ansonsten habe ich hier noch so ganz tolle Pickle-Patches gerade drauf. Die sind von Rival de Loop, aber ich glaube, die helfen nicht so viel. Ich werde mich jetzt aber auch nochmal fertig machen, weil ich heute Abend noch auf einem Geburtstag eingeladen bin. Und ja, an sich ist meine Haut ganz okay wieder, aber ihr seht, dass ich mich jetzt wieder öfters geschminkt habe und so. Hat ja, glaube ich, nicht so gut getan. I'm wearing you out.
Guten Morgen, ich bin auch ein bisschen verschlafen, aber ich wollte nochmal mit euch reden, weil ich mir die letzten Tage und auch irgendwie gestern Nacht nochmal so ein paar Gedanken gemacht habe, wo ich denn eigentlich mit meinem YouTube-Kanal und den Videos so hin will und welche Inhalte ich euch bieten will und welche Inhalte mir auch Spaß machen zu produzieren. Aber ich bin da irgendwie nicht so richtig auf eine Lösung gekommen, weil sich auch mein eigenes Sehverhalten hier auf YouTube ein bisschen geändert hat. Also früher habe ich sehr viel Beauty geguckt und natürlich auch Vlogs. Und ich würde sagen, mittlerweile schaue ich schon noch Vlogs, aber auch nur noch sehr ausgewählt. Und ich schaue irgendwie auch viele Dokus und so ein bisschen besser, aufwendiger produzierte Videos. Und das kann ich zum Beispiel ja, also früher war auch so meine Regel, dass ich immer die Inhalte mache, die ich selbst gerne schaue. Aber zum Beispiel so aufwendige Dokus kann ich natürlich nicht so gut produzieren. Und da ist jetzt so ein bisschen meine Frage, was ihr oder welche Inhalte ihr an mir besonders schätzt. Also ich habe ja letztens auch eine Umfrage gemacht und da habe ich auch gesehen, dass ganz viele mein Growth-Video ganz cool fanden. Also auch Videos, die so ein bisschen tiefgründiger waren, wo ich dann mir einen Text geschrieben habe und den mit Bildern unterlegt habe. Und einfach, dass man sich wirklich richtig reinhängt bei jedem Video. Und deswegen überlege ich auch gerade, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, einfach weniger Videos zu machen, die aber dafür mit mehr oder noch mehr Herzblut oder ob ich wirklich bei Vlogs bleibe, weil die euch ja auch motivieren oder halt auch noch diese Laber-Videos beibehalten. Ja, oder ich weiß auch gar nicht so, welche Themenrichtung ihr hier aktuell so sehen wollt. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie bei YouTube. Ich habe auch also die letzten Monate versucht, viel auszuprobieren, aber ich weiß einfach irgendwie nicht so, wohin mit mir aktuell. Ja, deswegen wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir einfach nochmal sagt, welche Inhalte ihr besonders schätzt oder auch vielleicht, ja, für was ihr mich schätzt an Inhalten, dass ich da einfach nochmal so ein bisschen mehr weiß, vielleicht, wo es hingehen soll, weil ich gefühlt schon auch einiges ausprobiert habe. Aber es ist ja natürlich auch irgendwie mir wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe und dass ich mich auch mit den Inhalten identifizieren kann. Und ich würde sagen, bei Instagram und bei meinem Podcast fühle ich mich aktuell auch immer wohler mit den Sachen, die ich hochlade. Aber hier bei YouTube weiß ich es irgendwie gerade nicht so. Ja, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch nochmal die Zeit nehmt und vielleicht eure Gedanken runterschreibt, weil ich will ja auch, sagen wir, up to date bleiben und vielleicht hat sich ja auch euer Sehverhalten hier bei YouTube geändert und ihr guckt mittlerweile ganz andere Sachen viel lieber. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, jetzt hat das Video irgendwie so ein leicht negatives Ende hier. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen richtig schönen Sonntag. Vielleicht konnte ich euch ja auch noch ein bisschen motivieren, auch noch aufzuräumen. Ich habe heute eigentlich auch noch einen produktiven Sonntag vor mir und da freue ich mich sehr drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Da, also bei einem Video habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was ich Cooles hochladen und mit euch teilen will. Also da könnt ihr schon gespannt sein.